unsere nächste Rednerin. Also da freue ich mich total, sie ankündigen zu dürfen. Sie ist die renommierteste Politikwissenschaftlerin in Europa, zumindest für mich, ich kenne keine andere, die bis zur Corona-Zeit in den Medien als die Expertin hofiert wurde. Teilweise hatte sie laut ihrer Aussagen bis zu 60 Anfragen, Medienanfragen im Monat. Ich glaube, das wurde ihr zu lästig, ja. Aber heute scheint sie allen Journalisten losgeworden zu sein. Wie sie geschafft hat, ja, also ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Sie ist sachlich geblieben und weiterhin das gesagt, was die für richtig gehalten hat. Und mit dem letzten Auftritt bei Markus Lanz, was ich auch gesehen habe, wo sie nach wie vor darauf bestand, ja, sachlich zu diskutieren und ihre eigene Dinge, also Sicht der Dinge zu in den Leitmedien zu verkünden, hat sie sich endlich verabschiedet von Leitmedien. Jetzt ist sie dann heute da. Heute referiert sie über ihr Fachgebiet Europa als Raum der Freiheit und des Rechts in einem demokratischen Europa möglich. Herzlich willkommen, Professor Dr. Ulrike Gero. Habe ich Ihnen auch nochmal einen Doktortitel verliehen? Weil, also erstmal glaube ich nicht, dass ich mich mit Herrn Hering streite über EU, Europa und das Soziale sowieso nicht. Und der Begriff, der glaube ich, ich habe aufmerksam zugehört in der letzten Stunde Diskussion zwischen Staatsmonopolkapitalismus, Staat, Kapitalismus nicht gefallen ist, ist der, den ich so unbedingt unglaublich mag, nämlich der der Republik. Das erinnert einen daran, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland wohnen und die Franzosen in der République Française und die Italiener in der Repubblica d'Italiana und die Polen in der Rzeczpospolita Polska. Und es hat irgendwie so geistesgeschichtliche Wurzeln, die zurückgehen bis zu Platon, Aristoteles, Cicero, Rousseau, Kant, Jean Baudin, les six libres de la République. Und ich finde, wir sollten mal hinhorchen, was dieser Begriff der Republik uns eigentlich sagt. Er ist normativ das höchste Verfassungsprinzip. Ja, also erst entscheidet man, ob man eine Republik werden will, und dann entscheidet man, ob die Republik zentralistisch ist oder föderalistisch. Also Italien, Österreich, Deutschland sind föderale Republiken, aber Frankreich und Polen sind zentralistische Republiken. Trotzdem sind alles Republiken. Und was hat der Begriff noch? Res publica, eine Gemeinwohlorientierung. Also alle Begriffe, die Herr Hering angesprochen hat, Pacht und so weiter, ja, sind absolut ableitbar von dem Begriff der Republik, nämlich dass wir eine Ordnung haben, die auf ein Gemeinwohl hinausläuft. Das hat natürlich eine andere Kapitalstruktur. Insofern schlage ich vor, wir reden ein bisschen weniger über Demokratie und mehr über die Republik. Dann kommen wir vielleicht in ein anderes Europa, und darum soll es ja, meine Datei lässt sich nicht öffnen, was soll das denn? Da ist der Verfassungsschutz schon sehr aktiv geworden, das jetzt hier. Und in der Zeit kann ich ja noch ein bisschen mit der Republik Sie anfüttern. Es ist nämlich auch interessant, ja, hier, Sie sind ja 1 bis 19, Rechtsstaat und Grundrechte. Aber laut Grundgesetz ist die Bundesrepublik Deutschland ein Rechts- und Sozialstaat. Und es ärgert mich seit einigen Jahren, dass es immer geschlabbert wird auf dem Sprachgebrauch. Ja, wir sind ja auch so rechtsstaatlich. Aber nicht dazu zu denken, dass auch die République Française, die Repubblica d'Italiana, aber auch die Bundesrepublik, Österreichische Republik, alle Republiken, weil sie Republiken sind, notwendigerweise Rechts- und Sozialstaaten sind. Das ist auch so etwas, was mich fuchst. Und insofern können wir da, glaube ich, zu Herrn Hering kein Dissens finden. Ich finde, das sollte im Sprachgebrauch weiter betont werden, weil ein Rechtsstaat natürlich ohne Sozialstaatlichkeit nicht existieren kann. Ja? Also ein Rechtsstaat, der asozial ist oder unsozial oder zunehmend unsozial wird, muss ja notwendigerweise totalitär sein, um das Ressentiment der Bürger gegen die Asozialität durchzusetzen. Und dann ist er eben kein Rechtsstaat mehr. Das heißt, das beide ist ja im Gleichgewicht. Und dann sind wir eigentlich auch schon dabei zu verstehen, dass die Franzosen gar nicht so doof waren, als sie 1789, als die ersten Republiken ja entstanden sind, gesagt haben, Liberté, Égalité, Fraternité. Das hat viel damit zu tun, dass die Freiheit immer im Spannungsverhältnis mit Gleichheit steht. Keins alleine daherkommen kann, wie so ein Männlein steht im Walde, ja, so auf einem Bein. Nein, wir machen Liberté, Egalité und Fraternité, dann wird ein Schuh draus, und dann sind wir Republikaner, also im französischen Sinn. Ja, in Frankreich hört man es noch deutlicher im Sprachgebrauch als im deutschen Sprachgebrauch. Aber jetzt haben wir so ein bisschen über die Republik geredet, dass jetzt auch fast schon meine PowerPoint über die Europäische Republik hier zum Vorschein kommt.
Denn natürlich will ich nicht diese EU. Ich habe ja schon vor 10 Jahren angefangen, ein Buch zu schreiben. Übrigens in der Tat, ist fast 10-jähriges, ich hätte fast gesagt Jubiläum, aber im März 2013, ja, das haben wir doch, ist doch schon 10 Jahre her. Im März 2013 habe ich meinen Artikel geschrieben, warum Europa eine Republik werden muss. Der wurde damals noch in der FAZ gedruckt, können Sie nachgucken, 24. März 2013. Und darauf habe ich interessanterweise meinen Job beim European Council on Foreign Relations verloren, der von Soros finanziert war. So viel zu den Leuten, die immer denken, ich sei eine Globalistin. Ich bin eigentlich eine Republikanerin. Aber immerhin haben Sie den Wesenskern des Vortrags jetzt schon verstanden. Es geht immer um die Republik, ja? Wenn Bürger sich zu einem politischen Gemeinwesen beschließen, dann begründen sie normalerweise eine Republik. Und deswegen möchte ich jetzt über die Demokratisierung Europas nachdenken, obwohl das wahrscheinlich eine der unmöglichsten Aufgaben zu sein scheint, die man sich heute noch antun kann, über die Demokratisierung Europas nachzudenken. Und trotzdem möchte ich das einfach tun, weil ich nämlich zutiefst davon überzeugt bin. Ich war mal einen Monat bei den Kogi-Indianern in Kolumbien und die haben immer gesagt, wenn man so dystopisch wird, dann haben die immer gesagt, der Häuptling, der hat Carujali, der hat immer gesagt, evil contains in itself the seeds of its own destruction. Das ist immer mein Satz. Immer wenn so die ganzen Stiftungen, die ganze Dystopie, Bill Gates, was sie alles machen können. Evil contains in itself the seeds of its own destruction. Ich finde, das ist ein wunderbarer Satz. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses ganze Evil, was Herr Hering Ihnen gerade erzählt hat, sich selbst zerstören wird. Und wenn das dann geschehen ist, schlage ich Ihnen vor, dass wir das machen, wohin ich Sie jetzt mitnehmen möchte. Ich muss da gar nicht lange verweilen, dass wir eine Krisendekade hatten hier in Europa. Ja, die Bankenkrise war natürlich originär, dazu können Sie Herrn Hering besser befragen, aber danach Bankenkrise, Brexit, Flüchtlingskrise und so weiter. Also eine einzige Krisenerzählung ist für uns auch semantisch nicht unwichtig, ja, weil wenn Sie heute Jugendliche haben, also 20-Jährige oder junge Studenten, die dann so um 2000 geboren sind, also Millennials, die haben einfach, wenn die politisch sozialisiert wurden mit ungefähr 10 Jahren, nichts anderes gehört, als dass Europa in der Krise ist. Das ist ganz wichtig. Ja, die haben nie von irgendeinem Europa gehört, das irgendwie schön sein könnte. Sie haben nur von Krisen-Europa gehört. Ja. So, und ich will da gar nicht lange verweilen, aber was sich natürlich aufgebaut hat über die 10 Jahre, ich würde auch immer noch sagen, dass die Bankenkrise einfach originär war, weil wir haben da natürlich der Norden keine Transferunion, der Süden Austeritätspolitik, ja, faule Griechen, tolle Deutsche, Sie erinnern sich, der große chauvinistische Moment Europas. Zudem hat sich dann natürlich 2016 über diese Flüchtlingsgeschichte von Frau Merkel zumindest damals so ein Ost-West-Spannungsverhältnis auch noch aufgebaut. Ja, also der Westen, Refugees Welcome, der Osten, Ablehnung der Flüchtlinge. Und dann sieht das halt aus wie so ein Fadenkreuz beim Tatort. Ja, also der europäische Populismus ist sozusagen über Kreuz aufgestellt und das ist tatsächlich, hat schon fast bürgerkriegsähnliche Zustände. Jedenfalls ist da nicht mehr sehr viel Verständnis. Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass vor 2 Tagen ein italienischer Abgeordneter die deutsche Regierungsunterstützung für die Seenothilfe verglichen hat mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Italien. Ja, also das sozusagen Deutschland Italien kaputt macht. Ja, da sind wir wieder angekommen. Also auch vielleicht einfach mal durchatmen, ja? Also wo sind wir angekommen, wenn wir sowas in italienischen Zeitungen lesen, aber in deutschen Zeitungen kaum darüber sprechen? Also das ist, für mich ist das wirklich ganz schlimm, ja. Ich habe 30 Jahre lang seit 92 Maastrichter Vertrag, Schäuble, Mitterrand, Delors, wirklich von einem anderen Europa geträumt und muss jetzt solche Schlagzeilen lesen und das tut mir wirklich in der Seele weh. So, dass es in Europa nicht gut aussieht, das weiß jeder, auch da müssen wir nicht lange bleiben. Es gibt separatistische Bewegungen, es gibt soziale Krisen, es gibt die Gelbwesten, es gibt das, was man Populismus nennt. Ich möchte vorwegschieben, dass ich den Begriff des Populismus ungern benutze oder ungern benutze in der Art und Weise, wie er meistens benutzt wird, weil natürlich wir alle Populisten sind, ja, also in der Politeia bei Pablo, bei Platon, es ist der Populus, es geht immer nur um den Populus, also um wen soll es denn sonst gehen, ja. Insofern sind alle, die sich dem Gemeinwesen verpflichtet fühlen, sind im Populus und der französische Sprachgebrauch nochmal macht es auch hier klarer, weil wenn Sie sich daran erinnern, Jean Jaurès 1880, so das Aufkommen der europäischen Sozialdemokratie oder der französischen Sozialdemokratie, les classes populaires, das war immer was für die Linke, ja, also Nähkurse machen, Alphabetisierungskurse machen, les classes populaires, être le populaire, la valse populaire, la bibliothèque
Bibliothek populär, l'école populär und so weiter. Das heißt, Populus ist populär, was populär ist, ist des Volkes, hat nicht diesen, sagen wir mal, chauvinistisch-völkischen Spin, den es hat, wenn wir das im deutschen Sprachgebrauch als Populismus bezeichnen, der natürlich heute auch immer nur rechts ist. Ja, insofern würde ich bei dem Wort erstmal einen kleinen Vorbehalt einlegen wollen, aber wir haben natürlich jetzt einen Sprachgebrauch, dass Europa durch den Populismus bedroht ist, und dann haben wir uns auch noch angewöhnt zu sagen, dass die Populisten kein Europa wollen. Beides möchte ich bestreiten. Ohne mich deswegen zu Populistin im Sinne des Rechtspopulismus zu machen. So, wo stehen wir? Wir hatten zwei Kriege in Europa in der vergangenen Zeit. Ja, der sogenannte Kampf oder La guerre contre un virus. Es war sogar ein Krieg gegen ein Virus, und dann der Krieg in und um die Ukraine, der noch andauert, den ich tatsächlich wirklich schrecklich finde. Ja, also Sie wissen ja, dass die ukrainischen Soldaten in ihrer Mehrheit im Moment, ich habe zwei Söhne, einen 30 Jahre, einen 32-Jährigen, und ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, was ich machen würde, wenn ich jetzt wüsste, dass die an die Front müssten. Ja, also das muss man sich auch nochmal klar machen, mit welcher Leichtigkeit wir hier gerade Waffenlieferungen und so weiter verhandeln und irgendwelche Frontverläufe von einem Krieg, von dem jeder, der im Internet unterwegs ist, wissen kann, dass dieser Krieg längst verloren ist. Das sage nicht ich, sagen amerikanische Generäle. Sie wissen, dass die ukrainischen Männer zuhauf desertieren bzw. desertieren wollen und man sie nicht lässt. Das wird alles nicht berichtet. Die Verlustrate ist offensichtlich ungefähr 1:10. Ja, auf einen gefallenen Russen kommen 10 gefallene Ukrainer. Und dass wir als Europäer, die wir 10, 70 Jahre lang erzählt haben, Europa ist nie wieder Krieg, es nicht hinkriegen, das zu thematisieren, das ist für mich wirklich der Schrecken der Zeit. Ja, wirklich der Schrecken der Zeit. So, stattdessen bereiten wir uns jetzt auf Europawahlen vor, 9. Juni 2024, und ich habe Ihnen einen Abgrund gezeichnet, ja, eine Schlucht sozusagen, weil ich befürchte, dass wir mit Blick auf die auf diesen EU-Wahlkampf, dass wir uns polarisieren in der Argumentation und dass diese Polarisierung auf der einen Seite lauten wird, natürlich, wir müssen diese EU verteidigen, weil diese EU schützt uns vor den Populisten, und überhaupt war Frau von der Leyen so richtig gut in der Beschaffung des Impfstoffes und so weiter. Das wird ja das Argument sein, und ich würde auch tatsächlich davon ausgehen, dass Frau von der Leyen die nächste Kommissionspräsidentin wird, wenn sie nicht zur NATO durchgereicht wird. Ja. Und auf der anderen Seite kann man jetzt schon sehen, dass sich Diskussionen, ich sage das ganz eher, also normativ wirklich wertfrei, ganz objektiv, dass wir in praktisch allen EU-Ländern Exit-Debatten haben. Ja. Also Dexit, Frexit, Polexit, Italexit, Nexit und so weiter. Alle wollen raus aus der EU. Ja, kann man drüber lachen, aber ist einfach so, und es ist ja eine politische Analyse erstmal, was eigentlich passiert in einer Debatte, wo die einen etwas verteidigen müssen, was nicht mehr zu verteidigen ist, und die anderen irgendwo raus wollen, aber übersehen, dass selbst wenn sie aus der EU raus wollen, sie immer noch in Europa sind. Ja, das, so, und deswegen wollte ich eigentlich mit diesem kleinen Chart Tertium non datum machen. Das dritte ist noch nicht gesagt. Es scheint mir so, als wenn wir im Moment in einem intellektuell-politischen Bürgerkrieg sind über ein Europa jenseits der EU, wie ich das denke. Es gibt ein großes Ressentiment gegen die EU, aber für Europa, und wie dieses für Europa, wie das eigentlich aussehen soll. Also ob das demokratisch sein kann, ob das dezentral sein kann, ob das föderal sein kann, ob das eine Republik sein kann, ob das sozial sein kann. Das sind ja alles offene Fragen, für die es im Moment keine Antworten gibt. Aber was messbar ist, es gibt ein Ressentiment gegen die EU, so wie sie da ist. Aber, und das ist das Missverständnis, wenn wir sagen, die Populisten sind gegen Europa. Nein, die Populisten sind, erstmal gibt es nicht die Populisten, aber wenn es sie gäbe, sind sie auch nicht gegen Europa. 2018 wurde eins meiner Bücher ins Italienische übersetzt, war ich auf der Buchmesse Turin. Da hing ganz Turin voller Plakate. Cesare Mussolini, es war ein Enkel von Mussolini, pur una Europa forte. Ja? Also zu glauben, dass die sogenannten Populisten gegen Europa sind, das ist zumindest schon mal falsch. Deswegen ist für mich die entscheidende Frage, wer gewinnt die intellektuelle Auseinandersetzung über das Europa, was das Dritte ist, ja, also zwischen der EU und diesen ganzen Exit-Geschichten, weil die Briten konnten halt noch Europa verlassen.
Aber wenn wir austreten oder die Ungarn oder die Franzosen, sind wir immer noch mitten in Europa und dann ist nichts gewonnen, weil irgendwie müssen wir uns dann auf diesem Kontinent neu sortieren, wenn wir nicht zurück ins 20. Jahrhundert wollen. So, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich habe Ihnen eigentlich einen super tollen Clip mitgebracht. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist nämlich tatsächlich sehr witzig und auch noch auf Französisch. Warum? Weil ich will Ihnen ja gerade den Punkt machen, dass wir über ein anderes Europa nachdenken. Und es gibt ja im Westen nichts Neues. Und der Punkt ist eben, dass es in Frankreich einen wirklich richtig guten Clip gibt, nämlich den hier, über... So viel Französisch verstehen sich, garantieren. Es dauert nur 3 Minuten. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais faire une petite vidéo très rapide parce que pour vous montrer un peu un moment d'irritation que tout le monde normalement constitué devrait partager avec moi, c'est que on voit se mettre en place les débuts de la campagne pour les élections européennes de 2024 et on voit coucou les revoilous ressortir encore une fois, mais c'est incroyable, les projets d'autre Europe. Nous voulons faire l'Europe des travailleurs. Une Europe du progrès social. Faire une Europe sociale. Une Europe vraiment solidaire. Donc nous sommes en capacité de changer cette Europe-là. Bref, nous voulons une autre Europe. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. De changer cette Europe-là. Mais il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Pour qu'on change l'Europe, changer cette Europe. L'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe. Et de bâtir une Europe enfin utile. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc, ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. Une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au point d'état, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là. Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire ce projet européen. Ich weiß gar nicht, müssen Sie nicht so ein bisschen hysterisch lachen, wenn Sie das sehen? Ich muss das immer, weil ich finde es schon interessant, dass, war ja schon Mitterrand, Delors, also wir reden jetzt über 30 Jahre, ja? Une autre Europe, ich fuhr une autre Europe. Und das wirft ja die Frage auf, was haben wir eigentlich gemacht? Also ich meine, wir sind ja erwachsene Leute, wir machen Verträge, wir nennen das Maastrichter Vertrag, wir machen Referenden dafür, wir haben ganz tolle Juristen hier am Start in dieser Republik, aber auch in den anderen europäischen Staaten. Und wir haben 30 Jahre offenbar ein politisches System gebaut, das uns alle so in seinen Klauen hält, ja, also angefangen vom Geld, vom Euro über digitale Konzerne und Impfpässe jetzt. Und wir kriegen das aber nicht geändert, ja. Il faut une autre Europe. Seit 30 Jahren sagen wir, il faut une autre Europe. So, jetzt kann man natürlich sagen, wir können das weiterreden, aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass irgendwann sich eben die Bedingungen ändern. Das heißt, die Tatsache, dass wir das seit 30 Jahren erzählt haben und wir jetzt aber, das war ja mein Argument zu Beginn, wir vielleicht doch in einer, sagen wir mal, etwas anderen Zeit sind, weil wir diese beiden Kriege hatten, weil wir Dinge gerade erfahren, die wir so vorher auch nicht erfahren konnten, dass vielleicht dieses Zusammenschau dazu führt, dass wir uns jetzt wirklich in ein anderes Europa hineindenken könnten. Also nehme ich Sie mit in eine kleine Reise, die etwas mit Träumen, Hoffen und Wünschen zu tun hat, aber noch nicht mal zu sehr. Ich möchte Ihnen eigentlich nur ein paar Metatrends geben, was im Moment in der europäischen Entwicklung läuft. Ja, damit ist dann noch nicht alles gesagt, wo die Reise hingehen könnte, aber ein bisschen vielleicht schon. Eine Krise ist der Zustand, in dem das Alte stirbt, aber das Neue noch nicht zur Welt gekommen ist. Ich würde denken, dass wir das gelten lassen können für den Moment, in dem wir stecken. Sie wissen ja, dass Stefan Zweig mal gesagt hat, der Zeitgenossenschaft ist es verwehrt zu verstehen, in welchem historischen Prozess sie sich befindet. Ja, das heißt, wir werden das erst wissen 2070 und dann können die sagen, ach, da ist ja 2023 mal was richtig Wichtiges passiert. So, um ein bisschen seriös zu sein, mir wird ja immer unterstellt, ich bin nicht wissenschaftlich, habe ich auch mal ein paar Zahlen. Und diese Zahlen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Also nicht so schlecht mit Blick auf, alle Leute wollen Europa, die wenigsten wollen die EU und es könnte Mehrheiten geben und zwar im Zweidrittelbereich. Ich habe es mal umgekehrt gemacht, ja, nicht immer nur das Grün, was dafür ist, sondern umgekehrt. Ja, ich will Sie zum Umgekehrtdenken bringen. Also ist das Rot das Gute und das Grün das Schlechte? Ja. So, also... dieser große rote Brocken sind die,
die eigentlich Europa wollen, aber nicht in den bisherigen Strukturen. Ja? Und die, die eigentlich skeptisch sind, also der größere grüne Brocken, sind die, die eigentlich die EU so nicht wollen, aber ein anderes Europa, wenn es sich denn ändern könnte, durchaus wollen. Das heißt, wir haben da allein schon eigentlich eine Dreiviertelmehrheit. Ja? Und dann müssten wir eigentlich nur noch diesen helleren roten Kreis, das sind nämlich die, die EU so in ihren Strukturen, wie sie jetzt sind, gut finden. Ich vermute mal, das sind die gesamten Eliten der Europäischen Union. Ja? Die müssten wir noch davon überzeugen, dass sie bitte europäisch bleiben, auch wenn wir das Ganze jetzt ändern. Wenn wir das tun würden, hätten wir fast eine 80-prozentige Mehrheit von Leuten, die irgendwo sagen, die EU muss sich ändern, ein anderes Europa bin ich dabei und das soll hier funktionieren. Das sind keine schlechten Werte und wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich Ihnen das für alles Mögliche runterbrechen, Sozialversicherung, Renten und so weiter und so weiter. Die Grundmessage ist, die Leute sind nicht anti-europäisch. Alle wollen irgendwo Europa. Die Frage ist halt nur, wie soll es aussehen, wie kriegen wir es sozial, wie kriegen wir es anders, wie kriegen wir es föderal und so weiter und so weiter. So. Fangen wir mal an, ganz kurz, wo wir hin wollten und warum wir uns verlaufen haben. Wir wollten ja 1989, 92 was ganz anderes. Ja, wir haben damals rauf und runter diskutiert, europäischer Bundesstaat, europäischer Staatenbund, stand alles im CDU-Parteiprogramm. Ist übrigens ganz interessant, ne? Kohl verlässt die Regierung 1998 und schwupp verschwindet die Perspektive eines europäischen Bundesstaates aus dem CDU-Parteiprogramm. Ja, also wirklich einen Monat später. Wir wollten Europe whole and free, ja, das war der Satz von Bush. Wir wollen ein Europa, das ganz ist und das frei ist. Wir wollten eine europäische Sicherheitsarchitektur mit Russland. Man kann es nicht häufig genug sagen und es müsste auch heute noch das Ziel sein. Jedenfalls das ist das, was wir von 30 Jahren wollten. Und wenn wir da heute drauf gucken, stellen wir fest, eigentlich haben wir nichts davon geschafft. Und dann ist schon die Frage, warum haben wir das nicht geschafft? Wir sind ein reicher Kontinent, wir sind ein cooler Kontinent, wir haben echt gute Universitäten, wir haben viel Geld, wir haben gute Innovation und Technik und so weiter. Warum haben wir das nicht geschafft? Ja, die Frage müssten wir uns ja eigentlich auch mal stellen und zu sagen, wie konnten wir uns so verlaufen? Wie haben wir uns denn verlaufen? Bevor die AfD sich aufgemacht hat und die FPÖ und Marine Le Pen, um zu sagen, Technostruktur, Technostruktur, ja, haben Akademiker gut gearbeitet, unter anderem den ihnen bekannten Jürgen Habermas, deutscher Philosoph, ja, der 2012 schon ein Buch geschrieben hat, The Lure of Technocracy. Und der war nicht das Einzige. Eigentlich hat die gesamte europäische Sozialwissenschaften, ich glaube, Herr Hering wird mir zustimmen, ja, das ganze WZB hat rauf und runter geforscht und gesagt, die Governance-Strukturen der EU gehen nicht, das ist nicht demokratisch, wir müssen das ändern. Aber vom WZB zum Bundestagsgebäude ist eigentlich irgendwie nur die Spree, das ist gar nicht mal so weit. Aber wir kriegten das irgendwie nicht, die 500 Meter sozusagen auf die andere Spreeseite, um irgendwelche institutionellen Reformprojekte mit Europa zu machen. Um es ganz kurz zu machen, was sind die großen Defizite? Die großen Defizite sind, dass das Parlament kein Initiativrecht hat wie jedes Parlament. Die EU-Kommission ist keine Regierung, hat eigentlich eine Gerichtsfunktion, Hüterin der Verträge. Der Europäische Rat ist ständig angetrieben durch nationale Interessen. Wir haben eigentlich eine institutionalisierte große Koalition auf europäischer Ebene. Also die ganzen Sozialdemokraten, People's Party, ALDE, Grüne sind der große Block. Dann gibt es der rechte und der linke Rand. Und insofern gibt es praktisch keine Unumkehrbarkeit europäischer Politik, die deswegen natürlich schön geredet wird als Sachpolitik, DGVO, Datenschutzverordnung und so weiter, genau weil sie kein politisches Spannungsverhältnis mehr kennt. Ja. Und das ist natürlich, kommt bei den Bürgern an, als in Europa wird irgendwas entschieden, wir entscheiden nicht mit und es stimmt. Das ist halt das Problem. Und wir haben es genannt sui generis, also sui generis, ein System, das sich aus sich selbst heraus erklärt. Das ist natürlich auch eine wahnsinnig schöne Schönfärberei, hat aber dazu geführt, dass so ungefähr jedes Lehrbuch an diesen ganzen Jean Monnet-Professuren, die wir jetzt in Europa haben, mit diesem sui generis-Begriff vollgeschrieben ist. Das heißt, eigentlich müssten wir diese ganzen Lehrbücher über die EU in die Tonne kloppen und neue Bücher schreiben und die nächste Generation Europäer zu was anderem anhalten. Deswegen habe ich diesen Satz von Tolstoi Ihnen mitgebracht, ja, weil wir die Bücher in die Tonne hauen müssten. Betrachtet aufmerksam die Ursachen der Unwissenheit der Volksmassen und ihr werdet sehen, dass die Hauptursache durchaus nicht im Mangel an Schulen und Bibliotheken besteht, wie wir gewohnt sind zu glauben, sondern in den Irrtümern, die man dort vermittelt und die unaufhörlich mit allen Mitteln der Beeinflussung von denjenigen erzeugt werden, denen diese Irrtümer nützen. Das hat der Herr Hering Ihnen... Der Tolstoi, es gibt eine wahnsinnig tolle Ausgabe, mir hat man das gerade zum Geburtstag geschenkt, Tolstoi Einspruch zum Tag.
Also jeder Tag hat eine Seite, ja, und dann sind die Sprüche von Tolstoi, und das war der vom 27. September, gerade als ich diese PowerPoint vorbereitet habe, wollte ich Ihnen nur sagen. Es ist ein schönes Geschenk, 365 Jahrestage mit Tolstoi. So, weil wir das aber in Europa vielleicht doch besser machen könnten und sollten und immerhin auch schon auf dem Weg sind, ich will das nicht kleinreden, ja, hat ja immerhin Frau von der Leyen, die absolut erkannt hat, dass sie in einem nicht demokratischen, was auch immer, Koloss sitzt, die hat ja eine nicht dumme Rede gemacht, Frau von der Leyen, im Juli 2019, nachdem sie gewählt wurde. Und sie hat das Demokratiedefizit erkannt und sie hat sogar versprochen, es zu beheben. Sie hat dann die sogenannte Zukunftskonferenz zur Zukunft der Europäischen Union einberufen. Sie hat Citizens Panels gemacht, und also Citizens Assemblies. 300.000 Bürger wurden befragt über ein Jahr. Es gibt 49 Conclusions, die stehen alle im Internet. Die sind am 9. Mai 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Und interessanterweise, und das sind jetzt, ich sag mal, normale Leute, ja, so wie Sie, die da irgendwie Slowenien, Griechenland, Finnland einmal gemischt am Tisch gesessen haben, was wollen wir denn von Europa? Und das Interessante ist, dass wenn man normale Bürger zusammensetzt, dann merkt man, erstmal wollen die alle Europa. Und zweitens haben die intuitiv ein Verständnis auf das, worauf ich gerne hinauskommen möchte, nämlich dass, wenn wir alle Bürger eines demokratischen Europas sein wollen, dann brauchen wir dafür eine, aber auch genau eine Bedingung, und man nennt es den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz. Das heißt, die Bürger und Bürgerinnen, die man da zusammengesetzt hat, aus Slowenien, aus was auch immer, Finnland, Portugal, hatten ein Gespür dafür, dass wir mit einem Zweiklassen-Europa, das unterschiedliche soziale Standards oder Zugang zum Gesundheitssystem oder wie auch immer kennt, dass man mit einer Zweiklassen-Bürgergesellschaft keine Demokratie machen kann. Das geht ganz eindeutig aus diesen 49 Forderungen hervor. Und das fand ich deswegen so spannend, weil, Sie haben es schon erfahren, ich ein großer Fan von der Republik bin. Und was heißt denn Republik im Wortsinne bei Cicero? Bei Cicero heißt ja Republik nur die, dass diejenigen, die Republik begründen, die sich jenseits von Herkunft und Identität unter gleiches Recht begeben. Das ist die Definition der Republik. Diejenigen, die entscheiden, dass sie sich jenseits von Herkunft und Identität unter gleiches Recht begeben, begründen eine Republik. Und daraus habe ich jetzt mal ganz einfach konstruiert, dass wir als Finnen, Deutsche, Franzosen, Slowenen, wenn wir uns denn entscheiden sollten, uns unter gleiches Recht zu begeben, also wirklich unter gleiches Recht, dass wir dann eine europäische Republik begründen könnten. So. Das, was ich erzähle, sind aktuelle europäische Projekte. Das heißt, es gibt eine europäische Realität, auf die natürlich keiner schaut. Aber das, was Frau von der Leyen, glaube ich, gerade ahnt, nämlich, dass es ein bisschen dünn für sie werden könnte, ja, versucht sie relativ intelligent sogar mit sehr vielen Mitteln ins System zu geben. Das heißt, gearbeitet wird im Moment, entscheidend ist, an einer Permanent Citizens Assembly of Europe. Man hat die Ergebnisse dieser Zukunftskonferenz genommen und es gibt jetzt hier, Sie lesen es, a concept and strategy to institutionalize a permanent citizens assembly and participatory ecosystem in the European Union. Das heißt, die Europäische Union ist gerade dabei, auf dieses Ressentiment gegen die Union, wir Bürger haben nichts zu sagen und so weiter, zu reagieren und versucht gerade am Europäischen Hochschulinstitut Projekte und auch Forschungsprojekte laufen zu lassen, wie man denn eine wandernde, permanente europäische Bürgerversammlung irgendwie so einberufen könnte, um dieses Argument zu entkräften. Ich will das wertfrei lassen. Ich finde es prinzipiell erstmal ein guter Versuch. Alles, was Europa besser macht, ist erstmal gut. Ob das funktioniert, ob das Augenwischerei ist, können wir ja dann vielleicht heute Abend diskutieren. Einen zweiten Aspekt sehe ich, der vielleicht gar nicht so trivial ist. Und zwar wird ja in Brüssel tatsächlich darüber nachgedacht, ob wir einen neuen Verfassungskonvent machen. Wir sind im Jahr 2023. Wir hatten den Versuch einer europäischen Verfassung 2003. Der ist gescheitert. Niederländisches, französisches Referendum und so weiter. Wir sind 20 Jahre später. Die Frage ist, wollen wir das nochmal? Es gibt jetzt schon Gespräche in Brüssel darüber, dass wir nach der Europawahl am 9. Mai 2024 einen Konvent einberufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das Ergebnis dieses Konventes, sollten wir einen haben? Und dieser Konvent würde dann ja auch die Forderungen der
der Bürger, die in dieser Zukunftskonferenz entstanden sind, sozusagen übernehmen. Wie kann darauf hingewirkt werden, dass wir nicht wieder an einzelnen nationalen Referenten scheitern? Und die Vorschläge, die gerade aktuell im Europäischen Parlament liegen und die am 9. November, kein triviales Datum, abgestimmt werden. Eigentlich müsste man, wenn ich irgendwie eine deutsche Politikerin wäre, würde ich sagen, am 9. Mai muss man eine richtig große, 9. November eine richtig große Europarede halten. Diese Vorschläge zielen allesamt darauf hin, dass man ein doppeltes Referendum macht. Das heißt, an einem Tag stimmen die Bürger ab, wollt ihr die Ergebnisse des Konventes, vorausgesetzt, dass diese Ergebnisse zum großen Teil auch die Ergebnisse der Bürger sind, die in dieser Zukunftskonferenz ermittelt wurden. Und dann hätte man ein doppeltes Zählsystem. Das heißt, sind die Bürger aggregiert? Wir als 460 Millionen Europäer sind wir dafür. Und dann kann man ja noch national auszählen und feststellen, ob 4/5 der Staaten bei der einzelnen Auszählung auch dafür sind. Ich klicke das ein bisschen schnell durch. Wenn das klappen könnte, dann wäre das tatsächlich a breakthrough. Ja, es wäre natürlich tatsächlich ein Leeway dafür, dass wir zum ersten Mal in einem Wahlakt auf europäischer Ebene One Person, One Vote machen würden in diesem Double Bind. Und insofern bin ich sehr gespannt, was aus dieser Abstimmung am 9. November wird. Ich gehe ganz schnell durch die sozusagen bürgerkriegsartig aufgestellte europäische Diskurslandschaft. Das sind im Grunde diese europäischen Blätter, die eigentlich so das EU-Narrativ bestärken. Ja, Europa wird jetzt geeint durch den Krieg in der Ukraine und so weiter. Ja. Das sind die anderen. Und die anderen sind die sogenannten populistischen Parteien in Europa, die Ende August eine Budapest-Erklärung gemacht haben. Wenn Sie das schnell lesen, ja, es geht zurück zur staatlichen Souveränität, die Verteidigung einer protektionistischen Wirtschaft, ja, Herr Hering wird sich freuen, die Ablehnung von Einwanderung, Verteidigung von Familie, Ablehnung des Wokismus, LGBT-Agenda und so weiter. Das heißt, die sogenannten populistische Rechte, wenn wir sie so nennen wollen, ist extrem gut aufgestellt. Jeder, der hier glaubt, dass wir Parteien haben, die von Europa keine Ahnung haben oder die glaubt, dass die gegen Europa sind, ja, der hat, glaube ich, nicht verstanden, wie sehr die im Grunde schon europäisch vernetzt sind, ihre Erklärungen machen und ein unglaublich gutes Gespür haben, das derzeitige Ressentiment gegen die EU im System aufzufangen. Insofern würde ich mal sagen, wenn das hier der Abgrund ist, den ich Ihnen zu Beginn meiner PowerPoint gezeigt habe, ja, dann ist der Abgrund schwächer und die werden gewinnen, wäre meine Prognose. So, und ich möchte ja das dritte, Tertium non datur oder irgendwie durch, aus den letzten Krisendekaden einen positiven Punkt ziehen wollen, dann den, dass wir den Diskurs geändert haben. Wir reden nicht mehr über Integration, sondern wir reden über europäische Demokratie. Und das als solches ist wichtig, weil Staaten integrieren irgendwas. Aber Bürger organisieren eine Demokratie. Und allein die Tatsache, dass wir jetzt schon von der Demokratisierung Europas sprechen, ist eigentlich der paradigmatische Shift, der in Antwort auf die Bankenkrise entstanden ist, als nämlich genau das da war. Wir haben zum ersten Mal eine europäische Zivilgesellschaft gesehen. Pulse of Europe war ja hier in Frankfurt, ja, ganz stark. Diem, Volt, die ersten europäischen Parteien. Und insofern sind die Bürger die Agenten der europäischen Agents of European Democracy geworden. So. Und diese Leute haben natürlich in den letzten 10 Jahren tatsächlich genau diese Sachen gefordert, an denen das hängen würde, wenn ich sage Europäische Republik, heißt die Gleichstellung der europäischen Bürger vor dem Recht, und zwar unabhängig von Herrschaft und Identität. Genau solche Sachen wie transnationale Listen, transnationale Parteien, zum Beispiel aber auch einfach ein europäisches Vereinsstatut. Das originärste Recht eines Bürgers ist es ja, einen Verein zu gründen. Und as of today können Sie keinen europäischen Verein gründen. Ich tease die Europäische Kommission seit 20 Jahren, indem ich immer wieder Anfragen mache, wann ich endlich mein europäisches Vereinsrecht bekomme. Ja? Weil ich habe ja einen Verein, der ist natürlich ein deutscher Verein, e.V. Aber wenn dann Österreicher mir was spenden will, gibt es schon wieder ein Problem, steuerrechtlich, klar. Weil natürlich der Verein, der steuermildernd tätig sein kann, ja, also spendenerklärungsmäßig, der hängt natürlich am Steuerrecht. Insofern ist ja am Bürger, also an dem Recht des Bürgers, einen Verein zu gründen, der gemeinnützig ist, hängt ja im Grunde die Steuerlichkeit. Und da liegt einfach der Hase begraben. Warum? Weil wir natürlich keine europäische Staatlichkeit haben und deswegen auch die europäischen Genossenschaften das alles nicht hinkriegen. So, wir können da bleiben, dass wir sozusagen immer diese Sachen nur noch national entscheiden.
Und wir können auch sagen, nein, wir machen jetzt mal diesen Schritt und sagen, wir wollen es einfach haben. Wir wollen den allgemeinen politischen Gleichstellungsgrundsatz für alle europäischen Bürger haben. Und wir wollen nicht, wie Ulrich Beck, der große deutsche Soziologe, schon 1980 gesagt hat, als Bürger in nationalen Containern bleiben, wo wir doch innerhalb der Europäischen Union eigentlich schon den Binnenmarkt und den Euro haben. Ja? Und das Problem ist, dass wir eigentlich im Binnenmarkt schon längst das haben, was ich für die Bürger möchte, nämlich rechtliche Konvergenz für Waren. Der Binnenmarkt ist nichts anderes, als dass die Güter im Binnenmarkt gleich sind. Die Währungsunion ist rechtlich gesehen nichts anderes, als dass der Euro der Euro der Euro ist, und sie drehen ihren Euro wahrscheinlich im Supermarkt nicht um, wenn sie nicht eh schon mit der Karte bezahlen. Ja, aber sie gucken nicht mehr auf ihre Euro-Münze, ob die aus Griechenland oder aus Dublin kommt. Das heißt, rechtlich gibt es konvergent fürs Kapital, und die einzigen, die noch nicht rechtlich konvergent sind, im vollen Wortsinne, also die nicht das, die Weihe des bürgerlichen Daseins haben, le sacre des citoyens, sind eigentlich wir als europäische Bürger, weil wir, ich gehe nochmal zurück, immer noch in nationalen Containern hängen, und am Ende des Tages haben wir solche Sachen wie Hartz IV oder wie auch immer, weil die Italiener haben es nicht, die Griechen haben es nicht, und wir haben eben nicht gleiche Grundrechte und gleiche soziale Zugangsrechte. So, das wären all die schönen Sachen, die man dann haben könnte, ja, wenn man sich darauf mal einlassen würde, dass das noch der kleine Sprung ist zu dem Europa, was uns fehlt. Dann hätten wir im Prinzip einen europäischen Personalausweis. Jetzt habe ich da diese Gaffer-Geschichten drin, aber nur um zu Hering zurückzukommen. Ja, was wir natürlich bräuchten, wäre ein Europa der Bürger, was orientiert ist an den europäischen Unternehmen. Ich sage mal Olivetti, SAP und Nokia sind ja unsere Unternehmen, daraus ein europäisches Gaffer zu machen, das heißt ein Europa, das schützt, das heißt, wir müssen natürlich den Amerikanern diese Digitalindustrie abnehmen, aber deswegen auch hier eine bauen. Und dann wäre natürlich die Frage, ob wir eine andere bauen könnten, die unseren Schutzimperativen besser gelingt, die aber gleichzeitig ein Instrument für europäische Bürger ist, das eben nicht nach Amerika durchgereicht wird, sondern dass wir hier im Sinne eines Europas, das schützt, Delors hat immer gesagt, une Europe qui protège, das hier funktionieren könnte. Ich bin schon fast fertig. Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, also ich, zumindest ich, mich mit mir darauf geeinigt, wir brauchen den allgemeinen politischen Gleichheits, wir bräuchten den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürger. Dann ist die zweite Frage, wie würden wir eine zweite Kammer machen? Ja, Deutschland bis Malta, das ist ja, hat ja nicht funktioniert mit diesen Nationalstaaten. Es gibt ganz interessante und sogar viele Forschungsprojekte, die darauf hinauslaufen, dass die Regions, also die Regionen, die Zukunft sind. Ich habe jetzt hier mal hier eins rausgegriffen. Ich habe selber ganz viel Regionalforschung gemacht. Aber Sie sehen an diesen Kreisen hier, dass zum Beispiel Apulien, ja, die haben mehr mit Montenegro und mit Albanien gemein, als dass die Apulier mal irgendwie in Mailand sind. Ja. Das heißt, da ist die nationale Grenze ist völlig willkürlich gesetzt. Das Gleiche gilt, ich hätte einen Kringel machen können für den Bodenseeraum mit Frankreich und so weiter. Das heißt, die Triebkraft der Regionen, die sich sozial, wirtschaftlich, kulturell, identitär viel näher sind, keltische Regionen, ja, das ist Schottland mit Irland, diese Regionen könnten ja irgendwie intelligent zu einer zweiten Kammer-System aufgebaut werden. Dann sähe meine kleine Europäische Republik, von der ich so gerne träume und die ich so wahnsinnig gerne am 9. Mai 2049 gründen würde, die sähe dann ungefähr so aus. Wir hätten einen Senat, wo die Regionen dezentral ihre Governance in einen Senat schicken. Eine direkt gewählte europäische Präsidentin. Ich habe es dir extra gegendert, bevor ich kritisiert werde, damit das auch im Mainstream anschlussfähig ist. Und ein europäisches Repräsentantenhaus, eine Person, eine Stimme durch die gesamte Europäische Union. Jetzt bin ich auch schon fast fertig. Dann wäre Europa nämlich tatsächlich whole and free. Das ist die älteste Karte von Europa, 1534. Und wir sehen, Europa ist eins und alle Völker haben ganz kuschelig in ihrem Kleid Platz und sind nicht durch Furcht von nationalen Grenzen. Jetzt erspare ich Ihnen die außenpolitischen Imperative, die dazu führen, dass wir das dringend machen sollten. Das Bild sagt eigentlich alles. Ja, die BRICS stehen gerade am Start. Ich kann Ihnen garantieren, die warten geradezu darauf. Ich kann ganz viele Iraner, Brasilianer und so weiter, die warten geradezu darauf, dass Europa sich in diesem Moment der Weltgeschichte bewegt und dass wir mal anfangen, darüber nachzudenken, wo wir stehen, ja, also kurz gesagt unter der amerikanischen Tutelle oder eben als emanzipiertes Europa, das dann überhaupt erst anschlussfähig wäre, in einem multipolaren Raum hineinzusprechen, weil es selbst nach innen geeint wäre und nach außen deswegen emanzipiert und sprechen könnte. Und damit höre ich dann mal auf. Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön, Frau Gero. Vielen Dank.
So, also wir, da ich eine diese Einbürgerungstest bestanden habe und preußisch hier handeln muss, 5 Minuten hatten wir ein bisschen zu spät angefangen. Also wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, um Fragen anzunehmen. Diese Karte übrigens konnte ich die Türkei nicht erkennen, deswegen bin ich ein bisschen beleidigt. Aber sonst doch, Byzanz, doch, war doch. Da drauf? Ja, Türkei ist ja auch wieder so eine... Die Türkei, genau wie die Ukraine, sind ja moderne nationalstaatliche Begriffe, ja, aber Byzanz ist natürlich drauf. Byzanz ist drauf und ist im Übrigen ist auf der Karte auch das, was wir früher als Galizien bezeichnet haben, ja. Also okay. Die Westukraine ist natürlich auch drauf, aber das Donbass nicht. Also deswegen das Europa Politik der Region. Ist ja? Alles, ja, das verstehe ich. So, bitteschön, die Frage. Also zu dem Bundesstaat Europa, das Helmut Kohl mal angesprochen hatte, muss man sagen, dass er ja auch in einem der Verträge, ich glaube, es war der von Amsterdam, das Strukturprinzip Subsidiarität rein verhandelt hatte. Nur leider hat es nie funktioniert, ja, weil nicht die Nationalstaaten oder die Kommunen, die Regionen entscheiden, ob sie meinen, sie kommen mit der Aufgabe nicht klar und geben die an die EU ab, sondern die EU-Kommission entscheidet, ob die EU-Kommission das besser kann als die Kommune. Und solange das so läuft, wird das mit dem Bundesstaat nicht funktionieren. Und noch eine Anmerkung zum Thema Migration. Also jetzt sagen die Umfragen, 2/3 oder 3/4 sogar der Bundesbürger will die aktuell stattfindende Migration nicht. Und das war 2015 auch schon so, nur mittlerweile trauen sich mehr Menschen, das öffentlich zu sagen. Und in Polen, Ungarn trauen sich halt mehr Menschen, ihre Meinung öffentlich zu sagen, als im Westen. Also ich habe vom Bundesstaat Europa nicht gesprochen, sondern ich habe von der Perspektive einer Europäischen Republik gesprochen und das ist etwas anderes. Ja, ich habe das begründet mit dem allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für europäische Bürger als Idee, auch nur als Idee. Aber der Europäische Bundesstaat als Zusammenschluss in der alten Logik des alten Denkens der 90er Jahre, dass wir hier vor allen Dingen unter Staatsrechtlern großartige Diskussionen geführt haben über Staatenbund versus Bundesstaaten, was das alles heißen würde. Und dann wären ja die Träger dieses Staates eben die heutigen Nationalstaaten gewesen. Daraus wollte ich ja gerade ausbüchsen. Also der ganze Vortrag zielt ja darauf ab, dass das eine binäre Struktur war. Ist die EU souverän oder ist der Nationalstaat souverän? Darüber haben wir 30 Jahre lang gestritten. Niemand hat die Antwort gefunden. Meine Antwort ist, souverän sind einzig und allein die europäischen Bürger. Das ist so ein bisschen wie Tucholsky. Alle Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. Ja? Und in der EU ist sie wirklich versenkt. Aber weil wir da nicht weiterkommen, ob jetzt die EU oder die Nationalstaaten souverän sind, müssten wir es verlagern auf den Akt einer Konstituante europäischer Bürger. Und die Frage ist, kriegen wir das organisiert? Wollen wir es in the first place? Wir müssen es auch nicht wollen. Ja, ich bin weniger glühender Europäerin, als Sie halt denken. Ich möchte nur in Europa, dass funktioniert, aber nicht daran verglühen. Aber deswegen hatte ich diesen einen Chart mit dieser Citizens Assembly. Ich will nur sagen, es gibt Trends, die darauf hinweisen, dass das gerade irgendwo so in der Latenz natürlich noch nicht sichtbar irgendwo ist. Ja, ob das hochkommt, werden wir sehen. Aber Bundesstaat ist wirklich nicht der Begriff. Also das ist mir wichtig, dass ich da so hartnäckig bin, weil es ist genau das, was ich nicht will und auch nicht argumentiert habe. Ja. Aus Köln, also bin ich, ist mein Nachname. Eine kurze Frage. Glauben Sie wirklich, dass die Bürgerbeteiligung gerade von der EU-Kommission in Form von zum Beispiel Bürgerpanels vorangetrieben wird, dass die irgendeinen konkreten Einfluss haben wird auf die EU-Politik oder handelt es sich im Moment nicht doch eher um Citizen-Washing in Anlehnung an Greenwashing? Ja, bin ich dabei. In meinem letzten Buch habe ich sehr viel über simulative Demokratie geschrieben und Theorien der simulativen Demokratie. Ich bin auch eher dabei, dass solange diese Bürger, also wenn diese Bürgerversammlungen sozusagen funktionieren sollten, müssten sie ja eigentlich Kontrolle über das Produktivvermögen haben. Ja, also da müssten die nicht nur irgendwas entscheiden können, sondern müssten es auch machen können. Und das haben sie nicht. Insofern bin ich tatsächlich sehr nah an diesem Topos der simulativen Demokratie, dass die Bürger in Bewegungen oder diese ganzen Citizens Assemblies, wo es so sehr, sehr viele Untersuchungen gibt, natürlich
Vorgaukeln von demokratischen Verfahren sind. Ja? Und in der Tat ist ein Beleg dafür, dass die Ergebnisse, die ich eben erwähnt habe, also die 49 Ergebnisse der Zukunftskonferenz, die sind ja vom Europäischen Rat abgeräumt worden. Ja? In der Ratssitzung danach, als die Bürger ihre Vorschläge auf den Tisch gelegt haben, hat der Europäische Rat das in Tagesordnungspunkt Verschiedenes behandelt mit dem Satz, der Europäische Rat nimmt zur Kenntnis, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger Vorschläge gemacht haben. Ja? Das war es auch schon. So. Trotzdem ist ja natürlich die Frage, also insofern will ich das nicht schönreden, es ist nicht mein Ding. Ich suche nur nach irgendwelchen Punkten, die uns rausbringen aus diesem Dystopischen. Und ich glaube wirklich, dass wir das denken müssen, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen. Also wenn immer alles von vornherein schlecht ist, dann können wir uns auch, keine Ahnung, ja, also so. Und deswegen beobachte ich nur aufmerksam, dass es diese Trends gibt. Einerseits den regionalen Trend, andererseits sogar von der EU inszeniert diese Citizens Assemblies und aufwendigst finanziert. Glauben Sie nicht, dass dieses Athena-Programm da, ne, da sitzen jetzt echt mal schon ein paar Leute am Start. Und es gibt ja auch, das nur am Rande erwähnt, aber ich habe das selber ins Leben gerufen 2020, eine Initiative, die heißt Citizens Take Over Europe. Können Sie auch googeln, CTOE, also CTOE, Citizens Take Over Europe. Und da habe ich es tatsächlich über 3 Jahre geschafft, 176 europäische Zivilorganisationen an einen Tisch zu bringen, die sich seit 3 Jahren jeden Mittwoch von 10 bis 12 im Internet treffen und eigentlich schon an der europäischen Verfassung schreiben. Ob das alles so passiert, das weiß man ja nicht. Ja? Ich bin eben nicht optimistisch, ja? Ja. Sondern, aber das, was ich gerne sagen würde, ist, ich bin nicht optimistisch im klassischen Sinn. Aber der Satz von Václav Havel, Optimismus heißt nicht, dass die Dinge besser werden, sondern dass man das Richtige tut, auch wenn sie nicht besser werden. Das ist meine Parole. Ja? Dankeschön. Ja.